Hallo zusammen, ich habe hier eine Tiefkühltruhe mit 120 Liter Volumen, 121 Liter Volumen und die soll runtergehen auf etwa minus 25 Grad. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht, Klasse Velo. Klasse Velo ist ein Speiseeisfahrrad, das ist also ein Fahrrad, wo man Speiseeis verkauft oder damit rumfährt und Speiseeis an die Leute anbringt. Wir haben oben einen Schiebendeckel, sehen wir nachher. Das Ding ist relativ quadratisch. Hier fehlt noch die Abdeckung und wir sehen hier unten, ich habe ein BD100 drin. Das ist nicht das meiste, was es gibt. Es gibt noch den BD120 und den BD150. Die haben einfach noch ein bisschen mehr Leistung, aber hier komme ich jetzt so runter auf minus 30 Grad bei normalen Umgebungstemperaturen. Läuft über 12 Volt, das Teil ist relativ gut isoliert. Es hat einen Rundumverdampfer, das heißt der Verdampfer ist rundherum. Mechanischer Thermostat, der wird einmal eingestellt und Speiseeis verkauft. Also hier reden wir wirklich von Gefrieren, nicht nur so kurz ein bisschen unter Null wie im Campingbereich, sondern richtig durchgefrieren. Von oben sieht das so aus, ich habe hier so einen Schiebedeckel und so einen Schiebedeckel kann ich hier reinfassen oder das Ganze rüberfahren und so habe ich das ganze Volumen. Also so rüber, Punkt. Eigentlich ganz eine einfache Speiseeis-Verkaufstruhe. Logischerweise haben wir auch hier das neue Kältemittel drin. Also das neue Kältemittel, das gibt es schon ewig. Früher wurde es dann verpönt, weil es explosiv ist. Ist heute immer noch explosiv, aber wir schwimmen mit der grünen Welle. Es ist Propan drin, C4H10, also 4 Kohlenstoffatome und 10 Wasserstoffatome. Wasserstoff brennt in der Kombination, ist das toll, noch ein bisschen Sauerstoff dazu, das ist Chemie. Unten verlinke ich euch natürlich im Beschrieb einen Link, wo ihr diese Truhen findet beim Hersteller. Wir stellen diese Truhen ja nicht her. Vielleicht habt ihr es gesehen. Das ist die Firma Liebherr, baut auch Bagger und Kranen und nebendran Truhen. Früher wurden die Truhen in Linz, Österreich hergestellt und heute kommen die Truhen aus Malaysia. Warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich liegt es am Preis, aber früher waren die Truhen massiver, sie waren schwerer. Sie hatten ein stärkeres Außengehäuse, auch der Maschinenbach war stabiler. Heute weniger Blech dran, weniger Transportkosten, dafür ein bisschen höhere Zollkosten, wenn es in die EU kommt. Ja, wird ja auch nichts kosten, so eine Truhe. Und wir kaufen die Truhe dann hier ein beim Großhandel. Früher haben wir die direkt bei Liebherr bezogen. Heute sind wir ein zu kleiner Kunde, das wird so Firmenpolitik. Wir kaufen das im Großhandel ein, rupfen die Kühlmaschine raus, die 220 Volt. Also wenn ihr eine 220 Volt Kühlmaschine sucht, die verbieten wir dann für 50 Franken bei uns an. Da könnt ihr vorbeikommen, eine mitnehmen. Wenn ihr mehr wollt, geht der Preis runter. Ihr müsst wissen, was ihr wollt, aber solche Kompressoren, niegelnagelneu, bauen wir aus, löten die fachmännisch zu, also ein Stutzenrohr rein, was Spezielles ist da nicht, und dann legen wir die ans Lager. Die verkaufen wir, könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr so Kompressoren braucht, für Druckluft oder sonstige Anwendungen. Und wir hatten schon einen, der hat gesagt, ich brauche die als Vakuumpumpe, funktioniert. Ist relativ günstig. Jetzt zum Betrieb solch einer Truhe, die läuft eben auf 12 Volt. Da nehme ich zum Beispiel solch eine Batterie. Das ist eine Lithium-Batterie. Das ist nur ein Leergehäuse, nichts Besonderes drin.
Hiermit kann ich diese Truhe mit diesem Kompressor im Speiseeisbetrieb Verkauf, Deckel auf, Deckel zu, Sonne scheint rein und so weiter. Etwa 10 Stunden betreiben. Nachher muss ich wieder nach Hause, Ladegerät anschließen, Batterie wieder hochladen. Wenn ihr mehr Infos wollt über die Batterien, unten habe ich einen Katalog. Die Preise sind am Sinken, da geht was. Die Chinesen werden günstiger. Die Transportkosten sinken auch wieder ab China. Ich weiß, im Herbst, wir kriegen jetzt neue Batterien, also sind im Prinzip immer wieder noch die gleichen, aber die gehen mit den Preisen, sind wir da noch ein Stück tiefer. Hier sehen wir noch das Tippenschild von der Tiefkühltruhe. Und das hier ist der Deckel, der kommt hier noch drauf. Zwei Schrauben angeschraubt, keine Hexerei. Wir machen auch größere Truhen, zum Beispiel mit 10 cm Isolation, 160 Liter, zum Beispiel die 160 Liter von Sundancer, 10 cm Isolation und der Stromverbrauch ist kleiner wie bei einer Standardkühlbox. Mache ich euch hier ein Video über die Standardkühlbox, hier das Video von dem Klasse Velo. Speiseeisfahrrad oder Eiscreme-Fahrrad. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.